Letztes Vorbereitungsspiel, 3-0. Kannst du uns das Spiel bitte kurz analysieren? Erste Halbzeit von uns zu wenig. In vielen Belangen zu wenig. Zweite Halbzeit, ich gebe nur was zur ersten dazu. Wir haben ganz eine andere Absicht gehabt. Wir haben es als Generalprobe gesehen und wir haben eine ganz andere Absicht für das Spiel gehabt, als dann die Spieler auf den Platz gebracht haben. Das war, glaube ich, für uns alle ein Stück weit enttäuschend. Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Zur Halbzeit besprochen, umgestellt. Die Reaktion war okay aus meiner Sicht. Es hat sich dann das Spiel generell eine Spur weit verändert. Ja. In einer Woche ist ein richtiges Scheißergebnis. Heute ist ein Scheißergebnis. Ich hoffe, dass wir alle, und damit meine ich wirklich jeden, der da heute irgendwie beteiligt war, dass wir alle die richtigen Lehren draus ziehen. Die Stimmung war jetzt verständlicherweise nach dem Spiel nicht so richtig gut. Was willst du jetzt machen, damit das bis nächste Woche hoffentlich eine Spur anders da wieder ausschaut? Also zum einen, wir haben ja heute, das war ja sowieso geplant, wir haben ja heute einen Teambuilding-Abend, also zum Abschluss mehr oder weniger von der Vorbereitungszeit, von der letzten Vorbereitungswoche. Darum haben wir ja den Kreis heute gemacht und am Ende vom Kreis das hoffentlich schon mal ein bisschen abgefangen und in die richtige Richtung kriegt. Nein, ich denke, das kann ruhig einmal schmerzen und das kann einmal scharf sein, weil solange es in einem respektvollen Rahmen bleibt, die Kritik, dann gehört das ja auch dazu. So wollen wir uns nicht präsentieren, so wollen wir die Vorwärts nicht repräsentieren in einer Woche oder dann in der angehenden Rückrunde. Und ja, das muss man auch benennen. Das ist ja Teil von dem Sport, die Finger in die Wunde legen und halt auch hinschauen, was zwickt. Jetzt ganz unabhängig von heute, nächste Woche geht es ja endlich wieder los, endlich wieder Saison. Frühjahrsauftakt, dürfen wir uns da schon drauf freuen? Ja, wir freuen uns richtig. Also jetzt haben wir noch mal ein paar Fragezeichen über der Stirn und ein paar Nüsse zum Knacken. Wir freuen uns. Natürlich, die Vorbereitung ist ein bisschen so, für uns alle, glaube ich, ist ein bisschen ein zwittriges Wesen. Auf der einen Seite experimentiert man, wenn wir gewisse Dinge ausprobieren, Spiele ausprobieren, eine Spielanlage testen bis zu einem gewissen Punkt. Und auf der anderen Seite verlangt man Spannung, man verlangt 100%. Die Spieler ihrerseits wissen logischerweise auch, dass es das nicht ist. Die Vorbereitung macht müde, wir haben wenig Rücksicht genommen auf den Spieltag selber. Darum ist jetzt Zeit, dass die Meisterschaft losgeht. Jetzt ist Zeit für jetzt zählt, jetzt kommt es drauf an. Und ja, wir freuen uns. Ja. Aber es wird eine schwierige Aufgabe. Unabhängig vom heutigen Tag, das hat man ja vorher schon gewusst. Gut, dann bleiben wir optimistisch und hören uns nächste Woche. Alles klar.